Ja. Kurz Quick Save machen. Ja. Feiere es weiter deines Amtes. Na? So, Quan, jetzt kannst du mal zeigen, wie gut du bist. Hier haben wir noch einiges zu erledigen. Schon erledigt. Verschlossen, und da kommen wir auch nicht rein. Und hier ist auch nirgendwo ein Hebel, den wir betätigen können. Ein Gittertor versperrt den Weg in die Tiefe. Wo sollen wir jetzt lang? Dort hinten in der Kammer geht es weiter. Da hatte ich die letzte Begegnung mit dem Kobold. Ihr weist den Weg. Ich folge. Gut. Ach du meine Fresse. Feires. Entlege uns mal dieser Fallen. So, letzte Falle. Und weiter geht's. Da ist wieder einer von Girtaschs Zwergen. Das war jetzt eine ausgelöste Falle und der Prinz brennt. Brennender Prinz ist, glaube ich, nicht so gut. Ja. Gucken wir mal. Nur zwei Zwerge. Hm? Gut. Na, Ballette wollen wir nicht. Wir wollen lieber erstmal gucken, ob wir die Pumpe jetzt in Gang kriegen. Das ist jetzt weniger schön. Könnt ihr nicht die Zipfelmützen angreifen? Müsst ihr euch an uns laben? Okay, gucken wir mal. Zwei gehen auf den Prinzen los. Quano, mach mal Sternenwurf. Ja. Feiris, heil mal Quano mit klarem Porum. Ich gebe dem mal einen Kugelblitz. Achso, deine geht auf Vorgrim los. Okay, einer weg. Was zur Hölle schießt er hier? Ja, einer von Girtaschs Zwergen schießt auf mich, hä? Okay, das ist nicht so gut. Quano heilen. Ja. Borgrim mal Bruchtschlag. Bitte. Gut getroffen. Quano ist geheilt. Wir gehen eh da erstmal darum und über und lassen die da hinter ihrem Tor gut sein. Weil da hinten ist die Pumpe, soweit ich weiß. Ja, Zwerge sprechen bringt uns auch gerade wirklich viel. Welches Level haben wir eigentlich? Immer noch 12. Und einen Kugelblitz können wir nicht verbessern. Naja, egal. Du stehst da ganz schlecht, Feiris. Du solltest dich erstmal selber heilen. So, dann gehen wir hier weiter. Nö. Falsch. Warum stehst du da rum wie ein Ölgötze?
Wir gehen nämlich da rum. Vorbei an den schäbigen Fässern. Gucken wir erstmal hier rein. Hier war ja das Geheimnis. Mit dem versteckten Schatz. Nicht hier, sondern... Genau. Ja. Kuano erweist uns die Ehre. Aber so. Gucken wir mal. Zwergenschläge, Zweihandwaffe, Lindwurmschläge, Einhandhiebwaffe. Vorgrim, was hast du nochmal? Du hast Vorgrims Lindwurmschläger, der macht 2W3, der macht 2W4. Nö. Obwohl, die nimmst du beide mal mit. Die werden verkauft und die Münzen ebenso. Das war mal eine schöne Ausbeute. Als nächstes gucken wir hier rum, ob er die Pumpe in Gang gebracht hat. Nö. Sieht nicht so aus. Oder ist die Pumpe irgendwo anders in der Nähe? Achso, stimmt ja, hier ist die Pumpe. Oder? Das sieht aus wie das Pumprad, aber... Aber ich sehe hier nichts dran, dass was repariert worden ist oder so. Gucken wir uns mal noch in der näheren Umgebung um. Aua. Okay. Da ist nur Feuermus drin. Hier sehe ich auch keine Pumpe. Okay. Und das da hinten ist Prinz Amon, der Amok läuft. Nicht ganz. Okay, als erstes. Ja? Weiche! Sanyasa! Dezimieren wir die mal ein bisschen. Okay, mit. Einer Wunde, zwei Wunden sind sie schon mal etwas schwächer. Feieres, du heißt dich am besten mal selber. Und ich kann nicht schießen, weil ich im falschen Winkel stehe. Ja? Eola. So, Nummer 1 ist ausgeschaltet. Bleiben noch drei andere. Du kriegst einen Kugelblitz. Ja. Du schlägst da ein. Was? Weiche! Aber du brauchst jetzt keine Zusatzbehandlung von Feiris mehr. Du bist nämlich gleich tot. Na? Das war ein guter Treffer von Feiris. Das ist keine Munition mehr mal wieder. Kriegsfeile. Oh, sind das nicht die besseren? Was ist mit mir? Habe ich etwa auch keine Munition mehr? Nein, ich habe noch genug. Alkohol. Den brauche ich eigentlich für... Ja, kurz im Kampf Inventar sortieren ist ja auch immer die beste Idee.
Orgrim, wenn du das Ding nicht bald einhaust, sind die Zwerge vorher tot. Dieses verfluchte Hölleneisen macht meine Vettern zu Tieren. Ich glaube, die sind einfach auch nur gierig. Meint ihr, es liegt an dem besonderen Erz? Es ist nicht nur das Erz, sondern ihre Missgunst und Gier. Die Zwerge oben wussten nichts davon. Sie sind einfache Schachtfeger und fleißige Angoschen. Mhm. Die, mit denen wir es hier zu tun haben, sind Verräter und Abtrünnige. Mitglieder meines Volkes, die sich für ein Leben ohne ihren Clan entschieden haben. Das Hölleneisen spürt genau ihre Motive und nährt sie und sich. Ja. Na? Also macht es sie noch böser, das Hölleneisen. Und dieses Gitter ist verschlossen. Kurz mal die Zwerge hier. Und jetzt haben wir eigentlich die Ruhe, uns kurz nach der Pumpstation umzusehen. Die ja eigentlich hier irgendwo sein sollte. Schäbige Kisten, nö. Noch eine schäbige Kiste. Eigentlich müsste die Pumpstation doch hier in der Nähe sein. Nö, das ist nur ein Ständer. Wo könnte die nämlich sonst sein? Verschlossenes Gitter. Waffenkammer. Ba. Vor allem der Zwerg ist auch nicht mehr da. Der sich um die Pumpstation kümmern sollte. Fragen über Fragen. Ah, nö, hier ist nämlich nichts. Hier ist der geflutete Gang. Ich bin mir sicher, da hinten ist was Interessantes. Was gäbe es nicht extra einen Auftrag dafür? Vielleicht, wenn wir die Binge wieder unter Kontrolle haben, können wir danach noch gucken. Hier ist nämlich auch nichts. Gut. Kurzen Quicksave machen. Dann gehen wir noch ein paar Meter. Ja, da bin ich wieder. Ich habe nicht aufgepasst, wie viel Festplattenspeicher ich noch zum Aufnehmen hatte. Und ja, jetzt ist mir die Aufnahme kurz abgebrochen, aber ich habe es zum Glück rechtzeitig gemerkt. Deswegen geht es auch gleich hier. Aua. Ziemlich schmerzhaft weiter. Ja. Nur ein paar Sekunden. Ich will erstmal hier rum. Weil da sind mir dezent zu viel Fallen. Und ich will mal gucken, ob ich was auf dieser Seite finde. Außer einem verschlossenen Gitter. Quano? Wird gemacht. Kann's auch nicht knacken. Das ist natürlich blöd. Ja, dann würde ich sagen, ja? Ich mach noch diese Fallen hier weg. So. Und würde sagen, bevor wir jetzt in den letzten Raum gehen, dem hier, speichere ich erstmal wieder. Spiel speichern. LP40. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.